Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video Clash Royale. Und heute habe ich mir mal gedacht, zocken wir mal, solange es eben noch da ist, Duo Touchdown. Ihr wisst es ja schon, im normalen Duo ist es ja schon relativ schwierig, mit Random Mates zu gewinnen. Und ich werde es nochmal auf die Spitze treiben. Das heißt, ich werde jetzt ins Duo Touchdown reingehen, ein paar Runden zocken und werde mal schauen, ob es möglich ist mit Leuten. Es können Noobs sein. Im Touchdown kann, ist es ja, glaube ich. Ich weiß ja nicht, ob da auch noch ein Matchmaking gibt irgendwie. Aber es kann wirklich sein, dass ich absolute Noobs habe, die mit mir dann zusammen zocken. Oder ich kann gegen Profis spielen oder selber gegen Noobs. Und ich würde mal sagen, ich gehe rein, ja, zocke ein paar Runden und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Also Siege, Niederlagen, Unentschieden. Ja, Unentschieden wäre ein bisschen traurig, aber ja, das ist auch möglich. Wenn keiner über die Ziellinie kommt, Leute, dann gibt es auch Unentschieden. Und ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal direkt an. Und ja. Ja, ich dachte, ich hätte jetzt eigentlich schon einen Gegner gefunden. Okay, jetzt haben wir einen Gegner. Und ja, also ihr wisst ja, ihr wisst Duo Touchdown, immer Karten auswählen. Und jetzt schaue ich mal, ob ich mit diesem Mate, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Exploding Chatten, Ketten, das ist mein Teammate. Und ich denke mal, vielleicht können wir mit ihm gewinnen. Mal schauen. Ja. Okay, ich habe gerade eine falsche Peak genommen. Egal. Wird schon fit gehen. Okay. Dann würde ich mal sagen, ihr wisst es ja immer, mit der Ziellinie, das sollte eigentlich jeder wissen. Wer es noch nicht weiß, ja. Mal sehen, ob ich mit diesem Teammate gewinnen kann. Oh, Ekel. Okay, wir haben auf jeden Fall. Okay, Megaritter ist auf jeden Fall bereit. Nein. Nein. Ja. Ja. Wir können aber, ja, ich hätte noch was reinspielen können, das stimmt schon. Ey. Freunde, ich hoffe, ihr habt das gerade gesehen. Mein Teammate ist direkt aus dem Match rausgegangen. Wow. Einfach nur wow. Mein Gott. Mein Gott. Das gibt es doch einfach nicht. Ja, Freunde, also, ich denke mal, ich werde das jetzt einfach, ja, was soll ich machen? Ich hätte vielleicht das ein bisschen besser machen können, gerade eben, aber, ja, also, der Teammate geht aber aus dem Match raus. Also, ich habe schon ewig Duo gespielt. So, also, ja, ich spiele Clash Royale seit Anfang an, aber ich habe das so selten gesehen, dass ein Teammate, gleich nachdem der erste, ich habe das noch nie gesehen, dass jemand, sobald die Gegner die erste Krone haben, dass er direkt das Match verlässt. Okay. Ja, 3-0 verloren. Das ist relativ traurig. Mein Teammate ist nach 5 Sekunden des Games rausgegangen. Egal, Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Ja, wir sind jetzt auch im nächsten Kampf schon. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, hoffentlich geht dieser Teammate nicht raus. Ich hoffe es zumindest, weil irgendwie habe ich auch immer Bock, euch mal einen Kampf, auch einen Kampf zu bieten. Wo auf jeden Fall auch gekämpft wird und wo nicht einfach die Gegner spielen und mein Teammate ist weg. Also, ich habe jetzt mal Hoffnungen in dich, Isan. Ich glaube, Isan war das. Ja, Isan, ich habe Hoffnung in dich, Isan. Also dann, würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Also, ja. Also, der Typ hat auf jeden Fall das Game, glaube ich, sieht so aus, hätte er es verstanden. Okay, sieht schon mal ganz gut aus. Ja, oh, Freunde, entschuldigen für das Uff, aber ich hätte einfach gedacht, wir hätten verkackt. Also, Widerreiterin, ganz broken, macht's easy. Ey, aber, okay, ja, ich spiele die Schweine. Ich hatte schon Angst, er spielt nicht die Schweine. Aber, vielleicht. Warte, ich habe die Rocket verkackt, oder? Ich habe die Rocket einfach verkackt. Ah. Nein, Freunde. Ich bin einfach ein Noob. Ich bin ein Noob. Das war diese Rocket. Die ist genau da aufgekommen, wo der Tester nicht war. Also. Au, 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 au. Ich habe jetzt echt gerade Albträume von dieser Rocket. Also, ich habe Raketen-Albträume.
Ah, Raketenalbträume. So nennt man das. Also, aber der macht's auch echt dumm. Der hätte auch die ganzen Scheiß woanders hinspielen können. Also, ich finde auch richtig komisch irgendwie. Mann, 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 Mann. Okay. Das haben wir. Okay, Fledermäuse ganz broken. Ja, Freunde, 2-1. Auf jeden Fall läuft es schon mal besser. Und ja, auf jeden Fall, alle, die das mit der Rakete nicht ganz mitbekommen haben, ich habe die ein bisschen übers Ziel hinausgeworfen. Ja, eigentlich nicht übers Ziel hinaus. Ich habe sie eigentlich, ja, aus dem, eigentlich vor den Tester geknallt. Also, sie hat gar nichts gemacht, die Rakete. Ja, 3-1 gewonnen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die nächste Runde. Ja, und wir sind auch gleich. Also Isan wollte nochmal mit mir spielen, deswegen habe ich einfach mal gesagt, ja, machen wir. Ja, und die Runde gerade eben war ja relativ ganz solide, deswegen so, würde ich sagen, mit Isan kann man auf jeden Fall zocken. Also, das hab ja, ich habe eher verkackt, nicht er, also. Mal sehen, ob ich mit Isan den nächsten Sieg hole. Also, ja, Isan ist auf jeden Fall ein Spieler, der hat was drauf. Ich denke mal, wenn er nach dem Game nochmal will, Freunde, dann werde ich mir eine Freundschaftsanfrage schicken auch. Vielleicht hat er ja Bock auch, mein Freund in Clash Royale zu werden. Mal schauen. Okay. Aber die Widerrettin sollte eigentlich dann zum Bombenturm laufen. Sei denn, sie ist sehr intelligent. Das wäre ein bisschen belastend. Aber mal schauen. Okay. Royal Hawks rein. Gift. Gegner. Ach, Gegner, spielt doch den Gift. Freunde. Ich bin fassungslos, bin fassungslos. Der Gegner, also Isan, ich habe gerade eben gesagt, Isan ist gut, Freunde. Ich Korrektur, er hätte den Giftzauber spielen müssen. Auf die Kanone, auf irgendwas. Aber er hätte diesen Drecks-Giftzauber einfach spielen müssen. Ja. Och, Mann. Nervig. Ja, der Feuerball war vielleicht unnötig, war vielleicht nicht ganz nütz, nicht so super gut, aber ja. Die müssen jetzt bitte durchkommen, bitte kommt durch. Ist normal. Ja, also dieses Match gerade läuft hier gerade richtig. Ja, also dieser Krummel stand vor der Linie und Supercell sagt eine halbe Sekunde später. Erst drüber. Okay, Freunde. Ja, Isan chokt hier gerade ein bisschen rein. Ja, mal schauen. Aber eigentlich macht's. Oh. Nervig. Und ja, Freunde, das WLAN-Zeichen, das altbekannte WLAN-Zeichen. Was ist denn hier los? Ja, Freunde, wir haben jetzt hier mit dem Ballon gekämpft. Ich hatte das WLAN-Zeichen. Und für alle, die es gerade gesehen haben, da war auch gerade eine WhatsApp-Nachricht. Fand ich echt nervig, aber ja, mal sehen. Okay, sind wir nicht mehr. Ich würde sagen, Freunde, eine Runde machen wir noch. Eine Runde zocken wir noch. Ja, irgendwie haben wir gerade Probleme. Oh, okay, wir haben Gegner. Never mind, Freunde. Immer wichtig, Tornado in der Challenge. Ja. Also ich hatte gerade wirklich Angst, da unten steht Isan. Also Freunde, ich hatte gerade wirklich so einen kurzen Angstmoment. Also ich entscheide mich jetzt mal für die Mutterhexe einfach aus dem Grund, dass ich hoffe, dass die Gegner irgendwie Skelette haben oder Fledermäuse. Wie wir gerade vorhin, weil man darf es nicht unterschätzen. Schweinchen sind stark, Hogwider, Widerreiterin, aber auch Mutterhexe kann richtig stark sein, wenn die Gegner irgendwie Spam haben. Und die Mutterhexe ist irgendwie in der zweiten Reihe und nicht in der ersten. Also, ja, dann gehen wir mal einfach rein und schauen mal, ob die Mutterhexe uns durchcarried. Elixiergolem auf der Hand. Also, aber manchmal frage ich mich, ob die Gegner das Spiel verstehen. Elixiergolem, also dieser Gegner weiß entweder nicht, was Elixiergolem ist, oder hasst die Karte einfach. Okay, sollte das fit gehen?
Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil er mit der La Nein. Och, nein. Vielleicht kann ich die Dinger hier hinziehen. Ja. Ich spiele was, spiel was, Gegner. Ja. Also mein Gegner, also mein Freund, mein Was sage ich, Gegner? Also mein Teammate hat mich ja gar nicht supportet irgendwie. Hat zwar irgendwas gemacht, aber bitte, bitte spielt ein. Okay, Elixier Golem. Jetzt spielt er aber Elixier Golem. Die Hoffnung auf einen Sieg ist jetzt ein bisschen größer geworden. Erdbeben, bitte Erdbeben. Erdbeben. Freunde. Freunde. Drei Gebäude. Und mein Teammate spielt keinen Erdbeben. Das finde ich so dämlich. Ja, aber Freunde, Dämlichkeit wird auch belohnt, also. Aber manchmal wird auch Dämlichkeit belohnt. Das haben wir ja gerade mit dem Schweinchen gesehen. Also, never mind, regen wir uns nicht mehr so hart auf. Unser Teammate wird ja fürs Dummspielen irgendwie belohnt. Also, ja. Oh, okay, unser Riese läuft hier gerade durch, also. Okay, ich hatte schon Angst, sie haben keine Gebäude mehr. Also, wie sagen, sie haben mich schon gefreut, aber. Ja, direkt nächster Kobaltbohrer rein. Oh, jetzt könnte die Mutterhexe mal glänzen. Mal schauen. Jetzt glänzt vielleicht die Mutterhexe mal. Ja, ein paar kleine Feindchen, Gömmersfeld. Elektromagier. Jetzt ist schon die nächste Störmeldung. Ja, sorry, dass jetzt gerade. Ich habe jetzt WhatsApp nicht stumm geschaltet. Eigentlich ist WhatsApp bei mir nie stumm geschaltet, aber ich wurde eben gerade nochmal angerufen. Freunde, tut mir echt leid. Vielleicht, ja, man hat es leider gesehen, aber ja, ist auch egal. Das war auch, ist auch ein Abonnent von mir, also alles easy, alles easy. Ja, also ich will da einfach jetzt mal gerne durchkommen. Freundchen, Freund, mein guter Freund. Und da ist, das Schwein ist durch. Das Schweinchen ist durch, Freunde. Wir haben noch 11 Sekunden zu spielen. Noch 11 fucking Sekunden. 11 fucking Sekunden. Und die Gegner können nicht durch. Sie können nicht durch. Sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Ihr kommt hier nicht durch. Also, Freunde, das war's mit dem letzten Teil für mit dem letzten Kampf für heute. Wir haben zweimal gewonnen, zweimal verloren. Also kann man sagen, 50% Winrate, 50% keine Winrate. Und ich würde sagen, wir gehen dann direkt. Ja, das war's dann mit dem Video erstmal. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, ein Abo. Aktiviert die Glocke, teilt das Video mit euren Freunden und ja, wenn das Video irgendwie euch gut gefällt, dann ist natürlich auch immer gern ein nettes Kommentar. Echt geil. Also, Like ist natürlich immer gut, Abo auch und aber auch mein Kommentar ist nicht verkehrt. Also, Kommentar ist niemals verkehrt. Also dann, haut rein und ciao.